Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Yo, Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, wir haben ein festes Thema und das Thema heißt, das würde keiner von mir denken. Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr sehr streng bisher geheim gehalten habt? Das kann etwas Harmloses sein, etwas Lustiges, eine Marotte, eine Angewohnheit. Es kann aber auch etwas sehr Ernstes sein, was ihr wirklich bisher verschwiegen habt, was ihr niemandem habt sagen wollen und vielleicht heute Lust habt, darüber zu reden. Wenn dem so sein sollte, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei. Oder faxt unter 0800 220 50 51. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Felix und Felix ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen, hallo. Hallo, Felix. Ja. Folgendes, ich habe ja gestern mal in deine Sendung reingeguckt, so nachts, weil ich nicht pennen konnte. Und dann hattest du ja aufgerufen zu der heutigen Sendung, das hätte keiner von mir gedacht. Und genau. Da dachte ich mir, das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Ich bin gespannt. Folgendes, also ich habe einen besten Freund, den Namen möchte ich nicht erwähnen. Das ist auch gut so. Und der hat eine Freundin, mit der er schon seit längerer Zeit zusammen ist. Mhm. Und ja, ich habe mit der Freundin was, seit letztes Jahr, so Herbst, Spätherbst, so die Ecke und das belastet mich. Das ist so angefangen, dass ich habe mich mal mit ihm getroffen, verabredet und seine Freundin war auch da, also bei ihm zu Hause und der war halt noch auf der Arbeit, er steckt im Stau, glaube ich, ist etwas später gekommen. Und dann hat die Mutter mich halt reingelassen. Mit seiner Freundin verstehe ich mich sehr gut, auch damals schon. Und wie soll ich das sagen? Er hat ein bisschen auf sich warten lassen, bis er gekommen ist. Wir hatten dann schon mal ein bisschen was getrunken und dann ist es halt passiert. Also nicht direkt Geschlechtsverkehr, es war dann halt... Während ihr auf den Freund gewartet habt? Genau, bei ihm zu Hause. Oralverkehr. Und während des Aktes ist halt dann halt die Mutter reingekommen, hat uns dann im Flagranti erwischt. Das war dann vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Und die Sache ist jetzt die, dann war erstmal Sendepause, dann habe ich mich erstmal komplett abgekapselt von der Frau, also von seiner Freundin, habe versucht, den Kontakt zu vermeiden. Ich muss mal eben unterbrechen. Ich möchte wissen, wie es zu diesem Oralverkehr gekommen ist. Und ja, zwar möchte ich es genau wissen, wer da wen angebaggert hat. Kennst du das ja, wenn man Alkohol getrunken hat, dann auf einmal fliegen die Sympathien über. Ja, aber so besoffen wart ihr ja noch nicht. Nee, das nicht. Wir haben dabei Fernsehen geguckt und sie fingen an ein bisschen zu kuscheln. Oh, ich kann mir das nicht angucken, dies und das. Ich sag ja, komm her. Und dann also von ihr ging halt erst die Knutscherei an. Also es ist nicht direkt zum Oralverkehr gekommen. Ja gut, das Knutschen reicht ja. Also es geht immer der erste Schritt von einer Person aus. Wenn du sagst, sie hat angefangen zu kuscheln, ging der erste Schritt von ihr aus. Ja, der Körperkontakt ging von ihr aus und der Kuss kam dann von mir irgendwie. Ja. So, jetzt hat die Mutter euch erwischt, was ja nun auch schon eine krasse Angelegenheit ist. Das ist das Problem. Du im Oralverkehr mit der Freundin von deinem besten Freund und die Mutter von der Freundin sieht das, kommt rein. Was hat die denn gesagt? Was hat deine Freundin? Erstmal gar nichts gesagt, ist wieder rausgegangen. Mhm. Wir haben dann uns soweit wieder hergerichtet, Hose zu, dies und das. Mhm. Dann ist sie nochmal reingekommen, hat mich dann erst rausgeholt und dann sie. Und danach hat sie halt mich gebeten, das Haus zu verlassen. Ja. Und die Sache ist jetzt die, wenn die Freundin halt bei meinem Freund ist, die Mutter hält bis jetzt dicht. Muss ich hier hoch anrechnen. Ja. Allerdings vermeidet sie auch immer, dass ich dann dabei bin, wenn die beiden sich treffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch am Anfang probiert, mich da ein bisschen abzukapseln, aber das geht schlecht, das fällt auf, wegen eben besten Freund und. Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr danach so eine kleine Sendepause hattet, das Mädchen und du. Das heißt, Kontakt habe ich erstmal von meiner Seite aus. Ich habe mich versucht, da abzukapseln. Ja. Das geht halt nicht, weil wir eben sehr verklickt sind. Ne? So, aber jetzt ist es so richtig, eine Affäre, kann man sagen, seit Herbst letzten Jahres. Ja, der Hammer kommt ja noch. Dann haben wir uns halt wieder, haben wir uns nach diesem Monat Sendepause mal zusammengesetzt. Ich und sie haben darüber geredet. Das Ende vom Lied ist, dass wir jetzt halt regelmäßig Sex miteinander haben. Also wir können beide nicht voneinander lassen. Wie oft kommt der Sex vor? Ja, es ist wöchentlich, manchmal sogar mehrmals in der Woche. Und das Problem ist auch, über dieses Dreivierteljahr, jetzt habe ich auch ein bisschen mehr
für sie empfunden, als halt nur dieser Sex. Ja, wäre die nächste Frage gewesen. Ist da Verliebtheit mit dem Spiel? Ist es nur eine... Bist du über beide Ohren verliebt? Sie, ich habe ihr das aber auch schon gesagt, sie sagt aber zu mir nur, nein, ich möchte, wie gesagt, nur mit dir schlafen, weil sie das halt bei meinem besten Freund vermisst. Und sie möchte dies weiter gerne so fortführen. Ich sage dir ganz ehrlich, ich habe richtig krasse Gewissensbisse, Jürgen. Zu Recht. Ich weiß, ich schäme mich auch, aber ich sage jetzt, soll ich mich jetzt von meinem Trieb weiterleiten lassen? Weil die Lage ist natürlich wirklich völlig verquarst und du stehst nicht gut da. Für dich selbst, für dich selbst ja auch nicht. Sag mir mal, wie das Verhältnis zwischen dir und dem Mann ist. Ist das wirklich dein allerbester Freund? Wir sind die besten Freunde. Wir lachen zusammen, wir machen die coolsten Scherze. Und wenn er mir dann immer erzählt, was er mit seiner Freundin für Sachen macht, man redet unter Jungs, du kennst das, die und die Stellung, hier und dieser Ort, dann denke ich mir, also mein Gott, bin ich froh, dass ich so eine Frau habe. Und dann denke ich mir, mein Gott, du Trottel, ich hab die doch auch, so, weißt du? Und das macht mir ein bisschen zu schaffen. Und ich bin scharf auf die Frau und da ist auch ein bisschen mehr als nur diese Scharfe, da ist auch Gefühl im Spiel. Jetzt weiß ich nicht, was ich machen kann. Ich habe ja immer für mein Leben eine der obersten Devisen war, lass die Finger von den Partnern deiner besten Freunde. Tja, da gebe ich dir vollkommen recht. Weil das muss tabu sein, weil eine Freundschaft ist mindestens eigentlich genauso wichtig und wertvoll wie eine Liebe. Und das muss man genauso heilig behandeln und pflegen und alles dafür tun wie für eine Liebe. Ja, aber die Sache ist jetzt auch zu mir, ich habe zu ihr damals auch gesagt, dass ich das nicht mehr so lange länger weiter mitmachen kann. Und da kommen auch von ihr so ein paar Drohungen, so ich lasse dann alles auffliegen, wie stehe ich denn da und dies und das. Ja gut, was heißt, sie lässt es auffliegen? Dann steht sie ja auch ziemlich bescheuert da. Karte, ganz genau, richtig krass. Und da denke ich mir, das kann doch nicht angehen. Und ich stehe da irgendwie unter Druck. Also da werde ich von drei Seiten dann fertig gemacht. Erstmal von der Freundin von meiner Mutter, wenn das rauskommt, dann von der Freundin eben und von meinem besten Freund. Und dann kriege ich einen auf den Sack. Und die Sache, es klingt fast hier so, als wärst du das große Opfer. Das Opfer ist dein Freund. Ja, weiß ich wohl. Ne? Das ist der Freund. Das ist das Opfer, dein Freund. Ich finde, dass etwas passieren muss. Ja, was, Jürgen? Deswegen rufe ich an. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Ja, wir müssen jetzt drüber nachdenken. Ich sage dir ganz ehrlich, du bist der Erste, mit dem ich darüber rede, weil... Normalerweise bespricht man solche Sachen mit seinem besten Freund. Geht aber in diesem Fall. Kannst du nicht, ist mir schon klar. Ja. Freundin blockt. Wie ernst zu nehmen? Jetzt wirklich ganz strikt darüber nach. Wie ernst zu nehmen ist das Gefühl bei dir, dass du in diese Frau auch verliebt bist und nicht nur geil auf die Frau bist? Also ich kenne mein Herz, ich kenne mein Gefühlsleben und ich sagte, ich bin in die Frau richtig herbe verliebt, weil ich weiß, dass sie, also das ist für mich so der Idealfall von Frau, mit dem ich auch länger eine Beziehung führen würde. So, und sie sagt dieses aber nicht. Sie sagt, das ist eine reine Sexbeziehung. Genau, weil sie nämlich eben diese Geborgenheit eben bei meinem besten Freund kriegt und diese für Zuneigung und Fürsorge. Ich bin nicht so der Typ, der dann halt immer dieses Liebe und Kuschelei, sowas alles. Ne? Hast du natürlich ganz schlechte Karten. Ganz schlechte Karten, weil du nicht... Ja, man kann sich doch ändern, Jürgen, nicht, oder? Du meinst, sie könnte sich ändern? Ich kann mich ändern. Du kannst dich ändern, ja, ja. Gefühlsmäßiger zu werden und auch versuchen könnte, da was hinzukriegen. Nur allerdings ist die Sache, wenn ich mit dir zusammen bin, was ist dann mit meinem besten Freund und unseren ganzen anderen Kollegen, was werden die sagen? Wie lange bist du eigentlich mit deinem Freund schon befreundet? 6 Jahre. 6 Jahre. Sowas hat es nie gegeben. Ich sag nochmal, das ist so unter den Freunden die Nummer 1 bei dir. Das ist mein bester Freund. Dein bester Freund. Scheiße. 99%, 1% Scheiße. Ist das eben nicht, weil eben mit der Perle da was läuft. Und das ist die Scheiße. Also diese Situation, die bedrückt mich in meinem Alltag während meiner Arbeit. Ja, ist klar. Müssen wir drüber reden. Nicht jammern. Ist völlig klar, dass sich das bedrückt. Und zu Recht auch. Sie liebt dich nicht. Sie benutzt dich als reine Sexgeschichte. Du hintergehst... Du, ja. Sie hat mich lieb, aber sie liebt mich nicht. Du kennst das ja, wie man das unter Freunden lieb, so sagt. Lieb habe ich meinen Hamster auch, also das ist ja Quatsch. und du begehst einen fatalen Vertrauensmissbrauch deinem Freund gegenüber. Lösung aus der ganzen Geschichte? Ja, weiß ich nicht. Trennung von der Frau. Trennung von der Frau. Und dann ist noch zu überlegen, ob du dann überhaupt rein Gewissen, zu guten Gewissen mit deinem Freund noch umgehen kannst. Oder ob du dem das irgendwann auch mal beichtest. Nur die Sache ist, das ist die Frage, ob man das tun muss. Das vielleicht wird Fragen aufbauen, Jürgen, weißt du, wenn ich mich aber mal abkapsel und Kontakt meide, was ich ja sowieso schon versucht habe zu reduzieren, was mir auch teilweise gelingt, dass wir Fragen auf, dann fragt er mich, wieso kommst du nicht mehr, wieso hast du keine Zeit, ich weiß doch, wann du arbeitest. Ja. Das interessiert dich doch gar nicht, warum kommst du nicht mit uns da und dahin? Gut, das ist alles schwierig. Sind wir uns klar, das, was jetzt an Lösung möglich ist, ist alles kompliziert. Ist alles nervig und kompliziert und beschwerlich für dich.
Aber du kannst natürlich Nein sagen, du musst ja nicht mit der Frau weiter in die Kiste gehen. Ne? Das könnte auch krass sein, Trieb zu widerstehen. Ja. Das ist nämlich eine Weltklasse-Frau. Also ja. Ich sag dir ganz ehrlich, die geht ab im Bett für eine Eins. Das ist unglaublich. Aber es geht nicht nur um Sex im Leben. Es geht wirklich nicht nur um Sex. Das ist nur wirklich so einfach wie... Also ich finde, dass du das machen solltest. Ich finde, dass du für dich auch besser dastehst, was deinen eigenen Selbstrespekt betrifft. Der ist jetzt ziemlich unten, glaube ich. Ja, würde ich sagen. Ja, wenn ich du wäre, käme ich mir ziemlich mies vor und ziemlich klein. Ich komme mir mies vor, Jürgen, und ich bin auch alleine. Das ist das Problem. Ich habe keinen, mit dem ich sonst darüber reden kann. Nur soll ich denn jetzt deiner Meinung nach das auch meinem besten Freund gestehen, oder? Ja, das ist die nächste große Frage. Weil der lebt jetzt in der Scheinwelt. Ja, er lebt in der Scheinwelt. Der wird von drei Leuten angelogen. Von seiner Freundin, von seiner Mutter und von mir. Letztendlich ist es natürlich auch ganz schlimm, was die Frau mit deinem besten Freund macht. Nämlich sie hintergeht ja auch permanent ihn und betrügt und belügt ihn. Sodass, wenn man es jetzt ganz konsequent durchdenken müsste, wäre, du machst einen Schnitt, sagst Nein, sprichst mit deinem Freund, legst alles auf den Tisch und sagst, pass auf, unsere Freundschaft, ich stelle sie zur Disposition. Ich kann verstehen, wenn du sagst zu mir, du Arsch, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber du müsstest ihm sagen, ich fühle mich verpflichtet, das ist noch der Rest Anstand in mir, ist dir zumindest zu sagen, weil sie hat dich ja genauso betrogen, wie ich dich auch betrogen habe. Das ist natürlich die Du weißt, Frauen stehen in solchen Geschichten immer besser. Ach, weiß ich nicht. Nee, weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Also denen wird immer verziehen und der Mann ist dann immer der Blödmann. Also, das habe ich schon öfters mal so erlebt. Ja, so pauschal würde ich das nicht sagen. Meinst du nicht, dass ich da ein Mittelding finden könnte, dass ich, kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie man die Psyche eines Menschen so knacken kann, dass man sich langsam distanziert von der Frau, von der Freundin eben? Aber das wäre schön, wenn ich das wüsste, wäre ich wahrscheinlich auch ein reicher Mann, wenn ich dann eine schlaue Formel wüsste. Nein. Du hast immer so gute Tipps. Ich glaube, der Mittelweg wäre erstmal, dich auf jeden Fall zu distanzieren von der Freundin und auch nicht mehr mit ihr zu schlafen. So. Und dann ist die nächste Überlegung zu überlegen, oute ich das Ganze auch meinem besten Freund. Weißt du, was dann die Sache ist, wenn wir das mal eine Woche auslassen oder mal nicht miteinander schlafen, habe ich auch schon mal probiert aufgrund meiner Arbeitszeiten eben, weil wir uns meistens nachts treffen, dann fragt sie sofort wieder, wieso, was ist los? Dann sagst du, weil ich es nicht mehr möchte, weil ich mich schlecht dabei fühle. Basta. Aber dann platzt die Bombe, Jürgen. Da habe ich richtig Schiss vor. Gut, dann musst du dem vorher wirken und musst mit deinem Freund reden. Muss ich so viel Rückgrat zeigen? Ja, das musst du. Ja, du musst es wirklich. Du musst es. Scheiße. Ich meine, du bist erst 21, bist erst reingeschlittert, kann ja mal passieren. Du hast einen fulminanten Fehler gemacht. Jetzt power deine ganze Energie da rein, diesen Fehler in irgendeiner Weise wieder gut zu machen und zumindest jetzt zum Schluss ehrlich darzustellen. Jürgen, wen habe ich denn dann, wenn sie weg? Vielleicht verlierst du beide, aber das ist der Preis der ganzen Geschichte. Dann bin ich ganz alleine. Vielleicht, in so einer Situation ganz alleine zu sein, man geht aus solchen Fehlern immer gestärkt hervor, aber wen habe ich denn dann, mit wem soll ich reden, ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen, aber das ist dann mal so. Das ist dann mal so? Ja. Felix, mehr kann ich dir jetzt nicht sagen. Wir unterhalten schon sehr lange. Egal, Jürgen, ich werde mal probieren mit dem Kopf durch die Wand und so, wie du mir gedacht hast. Und versuch mal. Wenn es in die Hose geht, dann rufst du nochmal an. Lass ich es mit den Frauen sein und rufen nochmal an. Oder mail, dann kommst du besser durch. Alles Gute. Toi, toi, toi. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist ja alles ein bisschen anders bei uns. Morgen sind wir nicht im Radio bei 1 Live zu hören, aber dafür im Fernsehen, im WDR Fernsehen, auch schon früher und auch länger. Wir beginnen um 11:45 und ihr könnt eine Stunde vorher schon anrufen. Da sind die Leitungen geschaltet und um 11:45 geht's dann hier im WDR Fernsehen los. Mit Domian in alter, bekannter Weise. Das Studio wird ein bisschen anders aussehen, aber die Sendung bleibt absolut dieselbe. Um 11:45 geht es los und eine Stunde vorher könnt ihr morgen schon anrufen und euch anmelden, wenn ihr mitmachen wollt. Wir haben morgen eine freie Themennacht. Ihr könnt dann anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir hier reden wollt. So, aber zurück zu unserem heutigen Thema. Heute haben wir ein Hauptthema. Das heißt, das würde keiner von mir denken. Und ich bin verbunden jetzt mit Martin. Und der Martin ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Domian. Hallo Martin. Ja, dein Redakteur hat gesagt, ich muss direkt auf den Punkt kommen, weil ich immer ausschweife. Also, das ist ein sehr schlauer Ratschlag, das finde ich gut. Ja, also ganz kurz, ganz klar, ich bin mit einer Heiratsschwindlerin verheiratet. Verheiratet? Ich bin verheiratet, ja, aber meine Frau ist eine Heiratsschwindlerin, die im Moment nicht bei mir ist, sondern bei einem anderen Mann lebt. Wie lange seid ihr verheiratet?
Wir sind seit 2,5 Jahren verheiratet. Woher weißt du, dass sie eine Heiratsschwindlerin ist? Ja, jetzt muss ich natürlich Asche auf mein Haupt. Ich habe am Anfang eigentlich, ja, ich habe etwas mitbekommen. Jetzt muss ich mal ganz kurz ein bisschen ausführen. Also meine Frau ist Prostituierte. Ja. Ich hatte mit dem Job immer Probleme. Also ich fand das immer ganz schlimm. Ich bin überhaupt, habe mit diesem Milieu überhaupt nichts zu tun. Was machst du denn vom Beruf? Ich bin in der Gastronomie. Ja. Mhm. Also ich bin ganz normal tätig. Okay. Ne, so. Ja. Mhm. Und habe meine Frau halt dorthin gebracht und habe sie auch nachts abgeholt. Mhm. Das war also alles, was ich eigentlich mit dem ganzen Gewerbe zu tun hatte. Mhm. Ich habe mal das ein oder andere Mädel gesehen und die wussten auch alle, ich habe mit dem Gewerbe selber nichts zu tun. Ich bin kein Zuhälter. Okay, die Frage ist, wie du gemerkt hast, dass deine Frau eine Heiratsschwindlerin ist. Ja, das kann ich dir sagen. Und zwar fing das dann damit an, dass sie irgendwann gab es einen Gast, der halt dort in dieses Etablissement kam. Mhm. Das sind so Clubs, so ganz normale Clubs. Der kam also in diesen Club. Und der ist so frisch, der kauft uns alle. Also der hat mal richtig Asche. Mhm. Er hat 5 Autos, der hat ein Haus, der hat einen eigenen See. Ich war da, der hat einen eigenen See vorm Haus. Was hat er, einen eigenen See vorm Haus oder was? Ja, der hat einen eigenen See vorm Haus. Ah ja. Der hat einen eigenen See. Der ist so frisch, der kauft das alles. Das habe ich auch noch nie gehört. Hört sich ja, gut an. Ja, also ehrlich, ich meine, also das. Okay, also ich habe verstanden, das war ein Typ, der richtig Kohle hat. So, und der hat also dann so Klamotten gebracht, also dort, wo sie gearbeitet hat, das waren so 2, 3 Läden, die es gab. Mhm. Und dann wurde gesagt, der und der, der kommt heute Abend in den Laden. Mhm. Dann mussten die Mädels von dem Laden am besten in den Laden, weil sie wussten, da ist richtig was abzuräumen. Mhm. Ja, ja, und an diesem Typ, Frau, an diesem und Typ meine hat... Frau erzählte mir das. Sie sagte mir, pass mal auf, heute, also von wegen 1 Uhr Feierabend ist nichts. Also ich fahre noch in den und den Laden, weil da kommt der und der Gast und der lässt mal richtig Kohle da. Aber da warst du mit deiner Frau noch nicht verheiratet? Doch, wir waren verheiratet. Doch schon. Mhm. Wir waren ganz normal verheiratet. Mhm. So, hat sie sich jetzt an diesen Typ richtig rangehängt? Ja, richtig. Und zwar war dann irgendwann so, dass sie sagte, Mensch, ich habe, keine Ahnung, mal 5, mal 6, mal 7 Freier. Und wie gesagt, sie hat mir wenig erzählt, weil sie wusste, dass ich da eigentlich nichts von wissen will. Ja. Also zumindest keine Details. Und dann war es ganz einfach so, dass sie sagte, hör mal, warum nicht nur einen, den ich richtig ausnehme. Wenn der sich in mich verliebt, der kauft mir ein Auto, das hat er schon mal gemacht. Sie ist da so ganz offen... Bei dir sie damit umgegangen? Ja, sie ist ganz klar zu mir gekommen. Aber da bist du in dem Moment ja nicht ausgeflippt? Also meine Frau mir sagen würde, ja, pass mal auf, ich hänge mich jetzt an den Typ ran, ja, weil der richtig cool ist. Moment, ich muss ja dazu sagen, für mich war das in dem Moment erstmal ganz klar der Gedanke, sie geht raus aus dem Job. Das war für mich, ich habe sie immer wieder gedrängt, sie soll das aufhören. Ich sage, wir können ganz normal leben, du kannst irgendwo Brötchen verkaufen. Ich sage, ich kann irgendwo Brötchen backen. Ich sage, na kommen wir auch klar. Ja. Das Problem ist nur, das, was meine Frau auch in dem Job verdient, das gibt es dann doppelt so viel wieder aus. Also meine Frau. Das ist ja ein ganz anderes Thema jetzt. Das Thema, Thema ist, wenn meine Frau mir sagt, hier ist ein reicher Typ, ich hänge mich an den Typ jetzt ran, weil ich den gut auslutschen kann, dann tick ich als Ehemann doch aus, Mensch. Habe ich auch gemacht. Erstmal habe ich gesagt, dass ich das alles ziemlich blöd finde, sondern vor allem habe ich ihr gesagt, das funktioniert nicht. Gut, hat sie es gemacht? Sie hat das dann gemacht. Jetzt kenne ich allerdings meine Frau. Ich denke mir, na gut, nach 3 Tagen ist das Thema durch. Aber es hat funktioniert und sie hat auch richtig abgezogen. Nee, eben nicht. Aha. Eben nicht. Sondern sie ist dann, also erst war sie immer noch, also er war immer nur Gast. Mhm. Er hat sie dann quasi zu sich nach Hause gestellt. Mhm. Über diesen Laden, in dem sie gearbeitet hat. Das machen wir jetzt mal nicht zu detailliert. Das heißt, sie hat sich an ihn rangehängt. Er hat ihn an ihn rangehängt. Es hat aber nicht funktioniert mit dem Abzocken. Sie ist aber immer noch da, weil sie immer sagt, ja, noch eine Woche und jetzt kriege ich das. Bei dem ist sie auch im Moment noch. Sie ist noch bei dem. Ich habe also ihr ganz klar gesagt, ich habe ihr dann nach ungefähr... Also nachdem das einen Monat ging, ganz klar gesagt, jetzt ist vorbei. Wie lange läuft die ganze Sache denn überhaupt schon? Die ganze Sache läuft jetzt also effektiv seit, ja, man kann sagen, seit dem ersten Weihnachtstag ist sie eigentlich mehr oder weniger nur noch da. Seit Weihnachten. Ist schon eine, verdammt lange Zeit. Ich muss dazu sagen, sie sagte ganz klar, also pass mal auf, die Sache, ich habe gesagt Weihnachten, ich sag, das Thema ist durch. Da kam sie zu mir und sagte, pass mal auf, wenn ich am ersten Weihnachtstag mit dem wegfahre, 4 Tage, dann krieg ich das mega Geschenk. Und sie war der festen Überzeugung, sie kriegt ihr Auto. Mhm. Ich sag, aber in 4 Tagen, ich sag, bist du wieder hier? Dass du überhaupt von mir aus gesagt hast, verstehe ich. Ja, weil ich kenne meine Frau. Ich meine, man kann dir nichts ausreden. Ich habe meine Frau bedroht, also bedroht im Sinne von, ich habe gesagt, man kann dir nichts ausreden? Ja, ich habe ihr ganz klar gesagt, ich lass mich scheiden. Ich habe ihr gesagt, ich räume die Bude hier aus. Ich sag, bleib bei ihm. Ich sag, du kannst bei ihm bleiben. Ja. Ich sag mir ganz klar, du willst mich nicht mehr. Ja, aber offensichtlich hat es ja nichts genutzt, weil du jetzt immer noch seit 5 Monaten da sitzt und wartest. Du hast gesagt, ich muss ja... Der einzige,
Ich muss dich ein bisschen, ich muss das noch genauer befragen. Ja. Du sagst, sie ist eine Heiratsschwindlerin. Das heißt, so etwas ist schon öfter vorgekommen oder ist das jetzt der erste Fall? Nee, das ist das erste Mal, weil also Heiratsschwindlerin in dem Sinn, also wenn mich nicht alles täuscht, sie hat einen ganz teuren Verlobungsring gekriegt, hat mir also erzählt, dass jetzt kriege ich einen ganz teuren Ring. Ja. Hat sie mir per SMS hat sie mir das geschrieben, ich habe jetzt diesen Ring. Ja. Und nach dem Ring kommt dann eine teure Uhr. Und gut, also es ist einmal passiert jetzt mit dem. Du bist nicht auf sie reingefallen, also sie hat nicht, hätte ja auch sein können, ne, dass sie dich heiratet. Ganz ehrlich, wir wussten von vornherein, bevor wir geheiratet haben, wir wussten alles voneinander. Ja. Also meine, mein Leben vorher, ihr Leben vorher, da wusste ich, dass sie Prostituierte ist, da waren keine Heimlichkeiten. Arbeitet sie denn eigentlich im Moment auch noch nebenher als Prostituierte, während sie bei dem Typ ist? Nein, sie ist nur noch bei dem. Sie ist nur noch bei dem. Im Moment, nachdem ich letzte Woche ziemlich ausgeflippt bin, ihn bedroht habe, weil ich jetzt natürlich auch irgendwo, obwohl er kann ja eigentlich letzten Endes nichts dafür. Nee, Martin, das ist schon mal der falsche Weg. Du musst nicht den Mann bedrohen. Ja, das ist der falsche Weg. Ja. Das ist schon richtig. Aber irgendwann, ich konnte nur auch nicht mehr. Ja. Irgendwann war ja am Ende, nachdem ich dann irgendwo gesagt habe, sie sagt dann, sie kommt wieder nach Hause, sie kommt wieder. Ich sage, wir vergessen diesen ganzen Schwachsinn. Also ich will dir mal sagen, Martin, du lässt aber wirklich so den Hennes hier mit dir machen. Ja, ich weiß, das sagen sie alle. Ja, aber was ist denn das für eine Art und Weise? Ja. Allein die Tatsache, dass die Ehefrau zu einem anderen Typ geht, weil der mehr Kohle hat und den wirklich abziehen will, ist schon ein Knaller. So, und dann, wenn ich Geld hätte, würde sie auch mit mir ficken. Das fand sie dann gar nicht toll, aber im Endeffekt und, ist es so. So, und dann dauert die ganze Sache jetzt schon fast 5 Monate und du sitzt immer noch da und ziehst keine Konsequenzen daraus. Was bist du denn für ein Waschlappen, Mensch? Ja. Ja, aber hallo. Hast du letzten Endes recht. Ja, da gibt's gar nichts mehr zu diskutieren. Weg von der Frau. Ja. Ne? Ja. Ja, wenn da nicht Liebe wäre. Ach, hör mal auf. Wahrscheinlich Liebe, nur ja, ist nee, Martin, so an, aber. Also wenn man so behandelt wird von jemandem, ich glaube, dann redet man sich die Liebe wirklich nur noch ein. Also, dann halt dir mal vor Augen, was die Frau mit dir gemacht hat. Ist das liebenswert noch? Nee. Also, ich kann dir nur sagen, wirklich, aufgrund der Einschätzung, die ich jetzt habe, was du erzählt hast, ganz klar, Nein sagen, weggehen, die Beziehung beenden, die ja, Ehe beenden. Da wird sowieso noch einiges hinterherkommen, weil ich habe, wie gesagt, nachdem ich also letzte Woche ausgeflippt bin, ich habe ihn letzte Woche angerufen und habe ihm also eine Mail geschickt, weil sie mich auf einmal nicht mehr angerufen hat. Sie hat mich nicht mehr angerufen, sie hat mir keine SMS mehr geschickt, nichts. Daraufhin habe ich ihn angemailt und habe ihm ganz klar gesagt, kriege ich raus, dass du also irgendwie ihr verbietest oder bla bla bla. Ich sage hier irgendwie die Verwandtschaft anzurufen, ich sage, dann werde ich also böse. Daraufhin kriegte ich dann von ihm einen Anruf und dann habe ich ihm das mehr oder weniger gesagt. Ich sag, pass mal auf, ich sag, ich weiß eh alles. Ich sag, das Auto, was du hier gekauft hast, das Ding. Da sagt er, wie, was habe ich gemacht? Ich sag, da wusste er gar nichts von. Ja, mach dann habe ich eine Mail bekommen, nur das möchte ich nur sagen. Ja. Ich eine einzige Mail bekommen von ihm. Mhm. Und da stand wörtlich drin, wann denn die Scheidung wäre oder ob sie erst wieder zahlen muss. Ich sag, wie zahlen? Ich sag, so als ob meine Frau hat an mich gezahlt hat, damit sie von mir weg kann. Die erzählt auch nur so einen Schwachsinn. Die also, hat sich da ein Lügengebilde aufgebaut. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Lass diesen Mann aus dem Spiel, der hat damit gar nicht viel zu tun. Deine Frau ist die Schuldige, ganz eindeutig. Ja, ich bin auch nicht ganz und schuldig. Und ziehe die Konsequenzen daraus. Mehr kann ich dir nicht sagen, Martin, wirklich. Ja. Alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön. Wiederhören. Ja, unser Thema heute Nacht heißt, das würde keiner von mir denken. Ich möchte gerne mit euch reden, mit einigen von euch alle, mit allen gilt es ja nicht, die etwas mit sich herumtragen. Ein Geheimnis oder eine Marotte oder die vielleicht in ihrer Vergangenheit etwas getan haben, wofür sie sich schämen, was bisher niemand erfahren hat. Oder die vielleicht irgendetwas tun, wo auch die anderen sagen, Mensch, das würde ich aber nie im Leben von dem mir vorstellen, nie mir denken können. Also wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder Faxen 0800 220 50 51. Manuela, hier ist sie, 19 Jahre alt, guten Morgen. Michaela, was würde denn niemand von dir ahnen oder denken oder glauben? Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Ja, also ich und meine Freundin, also wir besuchen Swingerclubs. Ihr besucht Swingerclubs? Ja. Du, wie alt ist deine Freundin? Die ist 20. 20. Ich bin 19, ja. Habt ihr Freunde? Seid ihr in Beziehungen? Ja, seit 1,5 Jahren. Gehen die Jungs mit oder geht ihr alleine? Nee, die wissen das gar nicht. Die wissen das gar nicht.
Also wir hatten mal drüber gesprochen, über sexuelle Fantasien und so und über lesbische Liebe auch und hatten das dann mal ausprobiert und haben uns dann mal so gedacht, ja, gehen wir mal ins Swingerclub rein. Also ihr beiden Mädels habt auch ein bisschen was miteinander. Sexuell. Ja, so. Ja, also jetzt nicht viel. Ein bisschen. Sagen, jetzt ein bisschen rumknutschen oder ja. Streiche und alles, also so Kleinigkeiten eigentlich. Aber dann hatten wir uns mal gedacht, so auf das Thema Swingerclub, dass wir da mal vielleicht mal dahin fahren. Das habt ihr aber nicht mit euren Jungs beredet, sondern ihr beide untereinander, ihr Mädels. Nee, das wissen die ja gar nicht. Also wir beide dann. Hm. Es hätte ja sein können, dass ihr denen das vorgeschlagen habt und die wollten nicht und ihr habt es dann alleine gemacht. Aber so war es nicht. Nee. Ihr habt das alleine für euch bequatscht und dann habt ihr gesagt, okay, wir machen das mal. Ja. Wie lange geht das jetzt schon? Ja, auch anderthalb Jahre jetzt. Anderthalb Jahre? Ja. Wie oft geht ihr in so einen Club? Ja, zweimal im Monat so. Zweimal im Monat? Ja. Nicht schlecht, Herr Specht, ne? Mhm. Was passiert dann da? Das, was man sich so vorstellt, Sodom und Gomorra, Sex mit allen, Gruppen und so? Ja, das möchte ich jetzt eigentlich nicht so sagen. Doch, also, ich muss es aber wissen. Ja, mit Frauen und mit Männern eben dann. Mhm. Also da geht's richtig zur Sache. Da ist nicht nur schöne erotische Atmosphäre, sondern da geht's zack, zack, ne? Ja. Mit allen drum und dran. Mhm. Mit Frauen, mit Männern. Ja, und das würde ich dann halt gerne noch meinen Freund sagen, aber das Thema hatten wir ja schon mal angesprochen. So Zwingerclubber, da waren die ja nicht so begeistert von. Mhm. Also so hintenrum, das haben wir denen jetzt nicht erzählt, aber... Seit anderthalb Jahren geht das. Ja. Wie lange seid ihr jedes Mädel mit dem jeweiligen Freund zusammen? Sind das längere Beziehungen schon? Oder auch so... Ja, anderthalb Jahre so ungefähr. Ach, das geht ja schon. Wir haben die beiden in der Diskothek kennengelernt. Ach so, quasi solange ihr jetzt mit den Jungs zusammen seid, solange ungefähr macht ihr das auch mit den Swingerclubs. Ja. Das war heftig, du. Das war heftig. Kein schlechtes Gewissen? Ja, schon. Mhm. Aber irgendwie, weiß ich nicht, der Spaß bringt es irgendwie mehr. Ja, was? Der Spaß überwiegt dann eben dabei. Also ja, genau, ich wollte jetzt fragen, was treibt dich jetzt so immer wieder dahin? Ist es schon, ja, was ist es? Sag du es. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das jetzt direkt schon die Lust ist oder so, aber ja, eben irgendwie das Erlebnis, wenn man dann da ist und es hat uns eben halt von Anfang an schon gefallen, dann haben wir uns mal gedacht, fahren wir öfters mal dahin und so und dann wurde es eben öfters hin. Wie lange seid ihr dann jeweils in so einem Club? Wie lange dauert das? Wie viele Stunden? Ach, ein paar Stunden so. Was kostet der Spaß? Das möchte ich nicht sagen. Viel wahrscheinlich, ne? Ja. Echt? Ich dachte, dass die Mädels da so eher ein bisschen bevorzugt werden, wenn die da alleine reinwandern. Ist aber nicht so. Nee. Ihr müsst richtig was hinlegen. Eine ganze Menge. Ja, so wenig ist es gerade nicht. Gut, du möchtest es nicht sagen, musst du auch nicht sagen. Schützt ihr euch wenigstens? Bitte? Schützt ihr euch wenigstens? Ja, natürlich, das machen wir. Das macht ihr auf jeden Fall. Ja. Mhm. Wie soll es jetzt weitergehen? Was hast du dir so für dich gedacht? Soll das jetzt immer so Geheimnis bleiben und die Beziehung läuft nebenher? Oder hast du über verschiedene Varianten schon nachgedacht, die man sonst noch machen könnte? Ja, nee, also ich wollte es meinem Freund schon sagen. Er hätte eigentlich auch dann eher, also mein Wunsch war es eigentlich, dass er mal mitkäme oder so, dass wir es dann mal zu viert probieren, gesagt. Aber also ich denke mal nicht, dass er so davon begeistert wäre. Hat denn die Freundin auch schon mal so ein bisschen vorgefühlt bei ihrem Freund, wie der drauf ist? Ob der vielleicht Lust hat, sowas mal zu machen? Ja, die waren ja beide dabei. Also wir haben es ja da hinten rum angesprochen. Achso, wir waren beide dabei. Waren beide nicht so davon begeistert von dem Thema Swingerclub. Manuela, ich wäre wirklich, wenn ich dein Freund wäre, bis auf die Knochen enttäuscht, wenn ich mir vorstelle, die ganze Zeit, während ich mit der Manuela zusammen bin, während das meine Freundin ist, geht die zweimal im Monat ungefähr in den Swingerclub, ohne es mir zu sagen. Wäre für mich wirklich vollkommen der Schlag in die Magengegend. Ja. Du liebst deinen Freund. Bitte? Du liebst deinen Freund. Ja. Sehr? Das ist es ja eben, ja. Und da kam nicht so die Überlegung so in den letzten Monaten, Mensch, ich muss mich irgendwie entscheiden, ich kann das nicht so machen, das ist nicht korrekt. Ich muss entweder ihm klaren Wein einschenken oder ich muss es aufhören. Ja, natürlich. Das ist eben so, wenn meine Freundin und ich da reingehen, dann... Das ist fantastisch. Das ist einfach eine Wunschvorstellung, dann in dem Augenblick erfüllt und deshalb... Hast du den Eindruck, so könnte ich deinen Anruf jetzt auch verstehen, hast du den Eindruck, dass so das schlechte Gewissen immer größer wird und die Seelenbelastung immer stärker wird? Ja. Geht ihr denn weit weg da aus eurer Umgebung in einen Swingerclub?
sodass ihr da nicht erkannt werden könnt? Oder besteht sogar noch die Gefahr, dass da irgendjemand mal ist, der eure Freunde vielleicht auch zufällig kennt und das dann durchsickert? Ja, also so weit weg auch nicht, aber... Also könnte das sogar auch noch passieren? Wir machen das schon so, dass das niemand da mitkriegt dann eben. Ja gut, aber es sind ja Gäste. Es gibt die verrücktesten Zufälle, ne? Vielleicht ist irgendein Bekannter von deinem Freund da, der dich auch kennt und der fällt aus allen Wolken, wenn er dich da sieht. Hm. Manuela, wie kommen wir da raus? Ich habe eben auch, wie gesagt, Angst, dass mein Freund mich dann verlässt, wenn ich dem das dann beichte. Und das wird dann natürlich auch ein schrecklicher Hammer dann für den werden. Wäre fast auch verständlich, ne? Dann zu sagen, nee, komm, mit der will ich nicht mehr. Wenn die mich so hintergeht, anderthalb Jahre. Ja, das verstehe ich auch, aber... Du willst auch... Jetzt ist es schon, so gesagt, zu spät. Also, ja. Wie gesagt, wir haben das schon öfters gemacht und... Ja. Lass uns mal über eine Lösung nachdenken. Also es gibt hier auch hier wieder die Brachialmethode... Alles auf den Tisch legen und wahrscheinlich dann damit rechnen, dass es vorbei ist. Aber es könnte ja auch noch eine andere, vielleicht die sanftere Methode geben, nämlich dass ihr euch wirklich entscheidet und sagt, nee, uns sind die Beziehung und die Freunde und die Liebe wichtiger, wir lassen das einfach sein. Und wenn irgendwann die Jungs mal mitgehen, ist es gut, aber wir machen das nicht mehr allein und wir machen das nicht mehr heimlich. Wäre denn das eine Möglichkeit? Ja. Und dann sagst du es erstmal nicht deinem Freund. Kann man vielleicht später auch nochmal beichten. Ja, ich meine... Das wird ein ziemlicher Hammer werden. Bitte? Das wird ein ziemlicher Hammer werden, habe ich gesagt. Ja, aber ich meine, du musst ja irgendwas unternehmen. Das kann wirklich. Ich finde nicht, dass es so weiterlaufen kann. Allein schon aufgrund der Gefahr, abgesehen von deinem schlechten Gewissen und dem Betrug, den du begehst, wenn das zufällig durchsickert. Stell dir das mal vor, das erfährt der von irgendjemand anderem. Stell dir mal diese Dramatik vor. Wenn ihr beiden Freundinnen so darüber redet, hat deine Freundin auch so ein schlechtes Gewissen und wie berat? Ja, die fühlt sich genauso wie ich. Ist das ähnlich so? Ja, die würden das am liebsten sofort sagen, aber... Also, Michaela, was ist denn, wenn wir beide jetzt vereinbaren, okay, wir gehen jetzt nicht mehr in die Singerclubs? Wäre das für dich sehr schlimm oder sehr schwer? Oder wird es dann nach zwei Wochen, drei Wochen doch wieder britzeln in dir und du bist ganz... ganz scharf drauf, das zu machen? Nee, also so wie eine Sucht, das ist schon irgendwie doch geworden, weil sonst hätte ich ja schon längst damit aufgehört, aber... Ja, aber du hast aber noch nicht viel... Mal versuchen. Ja, du hast aber noch nicht viel unternommen. Ja, da gehört ja auch immer Wille zu. Da gehört ja auch ein gegen sich angehen dann. Es gibt einfach Situationen immer wieder im Leben, wo man kann nicht auf verschiedenen Hochzeiten tanzen. Das ist so ein trivialer Satz, aber es ist nun mal so. Und man muss irgendwann sich auch mal entscheiden und eine Priorität setzen. Was ist mir wichtiger? Wenn ihr beiden Lust auf geile, verrückte Sexsachen habt, ist ja okay, aber dann bitte nicht in einer Beziehung. Oder wenn in einer Beziehung, dann muss man das auch offenlegen. Aber du kannst nicht so die Heimlichkeit und die Vertrautheit einer Zweierbeziehung haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite da dein wildes Sexleben leben. Es geht nicht. Ich finde, es geht nicht. Ja, was soll ich jetzt machen? Wenn du es schaffst, sag... deiner Freundin auch oder vereinbart einfach, dass sie es einfach nicht mehr macht demnächst. Das wäre doch schon mal ein Schritt in eine gute Richtung. Ja. Und dann sagt mal erstmal noch nichts den Jungs, aber... Soll ich das dann deiner Meinung nach jetzt ihnen dann hinterher noch beichten, auch wenn ich es nicht mehr mache, oder soll ich das einfach verheimlichen dann weiterhin, als ich es getan habe? Vielleicht. Ich würde sagen, der erste Schritt ist erstmal nicht mehr in den Swingerclub zu gehen. Und dann lass mal ein bisschen Zeit verstreichen. Und dann kannst du ja mal sehen, so auch wie du dich fühlst, ob du es dann vielleicht in einer guten Minute dann doch mal sagst oder vielleicht wächst dann auch für immer Gras drüber. Wenn du dir jetzt vornimmst, wirklich treu zu sein und die Fehler, die du gemacht hast, auszulöffeln für dich selbst, aber da gehört jetzt auch Energie zu und Willen, dann mach das. Aber geh nicht mehr in den Club. Denke an die Liebe, an deine Liebe. Wenn dir der Mann wert ist und du sagst, das ist ein Mensch, der mir sehr wertvoll ist, dann unterlasse das. Ist das so, du bist 19 Jahre, ist das deine erste richtig große Liebe, dieser Junge? Na, meine erste große Liebe nicht, aber... Aber eine große Liebe? Ja, also lieben tue ich ihn schon. So, und dafür muss man auch eine ganze Menge machen. Auch wenn es einem schwerfällt und wenn es einem auch unter Umständen wehtut. Aber da muss man was unternehmen. Sprich mit deiner Freundin und macht einen Plan und sagt einfach, nein, wir tun es nicht mehr. Okay, ja. Mit aller Mühe, die damit verbunden ist, ist mir klar. Ja, ich denke mal, das werde ich auch tun. Richtiger Weg.
Michaela, alles Gute. Dankeschön. Schönen Gruß an deine Freundin. Ja. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen sind wir früher im Fernsehen. Um 11:45. Ich muss das jetzt immer so sagen, weil das ist ja so eingebrannt, oder so eingewöhnt, dass wir immer um 1 nachts sind. Wir werden jetzt immer donnerstags um 11:45 im Fernsehen sein. Und dann könnt ihr eine Stunde vorher auch schon anrufen. Das heißt, ab 10:45 sind die Leitungen geschaltet und dann könnt ihr euch melden zu allen möglichen und unmöglichen Themen, so wie ihr das gewohnt seid hier bei uns in der Nacht. Freitag sind wir übrigens gar nicht da, weder im Fernsehen noch im Radio. Chantal, 20 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Chantal. Ist das dein echter Name? Nein. Nee. Nein. Ich hab's mir doch schon gedacht. Ja. Chantal, unser Thema heißt, das würde keiner von mir denken. Mhm. Und, was ist es bei dir? Ich bin prostituiert und das würde auch keiner von mir denken. Mhm. Daher auch der Name Chantal. Genau. Du bist Prostituierte mit 20 Jahren. Ja. Wie lange schon? Ungefähr seit einem Jahr jetzt. Mhm. Wie kam das? Wie bist du da reingeraten? Am Anfang war es Geldmangel und jetzt ist es Gewohnheit. Man gewöhnt sich an ein gewisses Budget. Und wie viel hast du im Monat ungefähr? Auch ungefähr. Es ist unterschiedlich, ganz, ganz unterschiedlich. Mal besser, mal schlechter. Sag mal so eine grobe Zahl. Ich hatte gestern eine Telefonsex-Anbieterin und war völlig baff, wie wenig die verdient. Das wird bei euch anders sein, vermute ich. Ja, klar, natürlich. Das sind schon mehrere tausend Euro, ne? Ja. Mhm. Das auf jeden Fall, ja. Je nachdem, wie gut es halt läuft. Arbeitest du in einem Club auf der Straße oder machst du Privatbesuche oder wie? Nee, in einem Club. Also in einem Club? Genau. Mhm. Wie viel Freier hast du pro Tag? Ungefähr so? Kommt ungefähr auch so. Ja, kommt drauf an, was für Tage es sind. Also montags ganz, ganz wenig. Ja. Und so am Wochenende um die 15 Leute. 15 Männer. Mhm. Das weiß niemand aus deinem privaten Umfeld? Also so Privatfreunde, okay, ich konnte es schlecht verheimlichen. Mhm. Weil ich habe halt auch immer weniger Zeit und dann machen sie sich halt auch Gedanken, warum und wieso. Mhm. Und ja, es hat halt am Anfang war es sehr schwierig, es zu verheimlichen. Und jetzt mittlerweile wissen es halt manche Leute. Aber meine Familie weiß es zum Beispiel nicht. Genau, das wollte ich gerade sagen. Die Familie weiß es nicht und die würden wahrscheinlich auch vom Glauben abfallen, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Die würden schon fragen, warum unbedingt meine Tochter und so weiter. Was erzählst du denn deinen Eltern, was du vom Beruf machst? Ich habe Friseur gelernt und das denken die auch, dass ich da bin. Ich bin umgezogen von meiner Familie weg und meine Tochter lebt halt auch zu Hause. Ach, du hast sogar ein Kind? Ja, ich habe sogar ein Kind. Wie alt ist das? Das sind 2 Jahre. Ja, aber der Mann, also der Vater von dem Kind ist nicht mehr in deinem Leben? Nein, nein. Mhm. Und jetzt habe ich gerade nicht mehr, die Tochter lebt zu Hause, das heißt bei dir zu Hause oder bei den Eltern? Bei meinen Eltern, ich wohne hier im Club. Ach so. Du wohnst richtig in dem Club? Ja. Und das kriegen deine Eltern nicht mit? Wollen die dich nicht mehr besuchen kommen? Ich kann mir ja frei nehmen, wenn ich will oder so. Das ist ja nicht so, dass ich hier wie im Gefängnis bin. Nee, du kannst schon raus, ist mir klar. Aber deine Eltern können dich da ja nicht besuchen. Nee, das ist richtig. Und wie erklärst du das, dass deine Eltern dich nicht besuchen, da wo du wohnst? Ich gehe sie besuchen. Ja, ist mir schon klar. Aber die fragen die nicht mal, hier, wir wollen dich auch mal besuchen kommen? Und nee. Nee? Mm-mm. Also ist das Verhältnis auch nicht so ganz rosig, oder? Nein, ich bin mit 18 ausgezogen und habe meine Tochter halt mitgenommen. Ja, da hatte ich sie gerade gehabt und dann ist halt dieses Verhältnis abgebrochen, dieses gute Verhältnis. Ich habe mich mit meiner Mutter richtig gut verstanden. Ja. Nur dann ist es halt zerbrochen und von daher. Aber Sie haben das Kind genommen und Sie kümmern sich um die Erziehung des Kindes? Ja. Ja. Mhm. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Gut, die besuchen dich jetzt nicht, aber wenn du sie besuchst, du bist angezogen, ich weiß nicht, mit was für einem Auto du vorfährst, merken die nicht, dass du vielleicht doch ein bisschen mehr Geld verdienst als eine normale Friseurin? Das ist richtig, nur ich sage halt immer, dass ich spare und ja, ich meine, es ist verdammt viel, ich prall damit ja auch nicht rum oder so. Ne? Sparst du denn wirklich oder verprasst du auch sehr viel Geld? Dadurch, dass ich jetzt ungefähr ein Jahr dabei bin, man sagt immer, das erste Jahr genießt man das Leben und danach fängt man an zu sparen. Und das ist halt auch bei mir so, ich lebe momentan. Oh.
Und für was gibst du dein Geld hauptsächlich aus? Für das, was mir gefällt. Kleidung? Kleidung, CDs, Spaß haben, feiern gehen, ja. All sowas. Drogen auch? Nein. Keine Drogen? Keine Drogen. Mhm. Keine Drogen. Nun gibt es ja im Bereich der Prostitution immer so zwei Lager. Es gibt Frauen, die sagen, das ist ein Job für mich und ich komme damit klar. Mich belastet das nicht, das ist einfach mein Ding. Und dann gibt es auch Frauen, die sagen, ich mache das, aber ich mache es eigentlich mit Widerwillen. Und eigentlich ist es nicht mein Ding und ich hasse es im Prinzip. Zu welcher Kategorie gehörst du? Am Anfang war es sehr schwer für mich, wo ich halt in diesem Geldmangel war, weil ich es nicht freiwillig gemacht habe. Mhm. Auf Zwang, dass ich diese Schulden abbezahle. Nur jetzt, wo ich alles, ja, wo ich schuldenfrei bin, mache ich es gerne, weil ich sehe, das Geld ist für mich. Mhm. Ich verdiene das Geld für mich. Ah, das heißt also, in diesen anderthalb Jahren, in diesem Jahr, hast du auch Schulden abbezahlt, die dich da hingedrängt haben quasi. Wie viele Schulden hast du abbezahlt? Wie viele Schulden? 3.000. Das ist nicht viel, aber für mich war es damals eine ganz schön. Und diese 3.000 Schulden, diese 3.000 Euro Schulden, haben dich in die Prostitution reingedrückt? Ja, weil es dringend war. Es war wirklich dringend. Mhm. Wie hast du das denn angestellt? Ich meine, so einfach ist das ja auch nicht, dann irgendwie in die entsprechenden Szenen zu kommen. Kanntest du irgendwelche Freundinnen, die das machen, oder wie hast du das gemacht? Ja, nee, nicht Freundinnen, aber Bekannte, die das halt, die damit Ahnung hatten, die mit solchen Leuten Kontakt hatten. Das heißt jetzt, du hast deine Schulden abbezahlt, die nicht so hoch waren, aber du hast sie abbezahlt, du hast ein bisschen gelebt und hast jetzt das Gefühl, ich verdiene da ganz gut Kohle für mich. Heißt das, dass du schon auch jetzt vorhast, das noch eine Weile zu machen, ein paar Jährchen? Ja, ich denke mal schon. Also man verdient damit richtig gut Geld. Mhm. Und ich weiß, es ist zwar nicht allzu hart verdientes Geld, aber es ist trotzdem auf der einen Seite schon recht hart, ne? Das glaube ich auch, ja. Also ich glaube schon, dass das hart verdientes Geld ist. Also ein einfacher Job ist das, weiß Gott nicht. Nee, das nicht jeder. Hast du einen Freund im Moment? Nein. Wäre es dir vorstellbar, dass du auch noch einen Freund nebenher hast, während du so... Ja, klar. Das schon. Natürlich. Mhm. Es ist mein Job. Das, was ich hier tue, ist es mein Job. Mhm. Wenn ich rausgehe, ist es mein Privatleben. Hast du das mal so beobachtet an dir? Das ist mir immer so schwer nachvollziehbar für Leute, die so im Sexgewerbe arbeiten. Was dieser Beruf, der nun den ganzen Tag mit Sexualität zu tun hat, was der Beruf mit deiner ganz privaten Sexualität anstellt. Wie verändert sich die? Hast du noch Lust? Was geht da? Ja, klar. Das auf jeden Fall. Es ist ja, man hat ja keine Gefühle dabei, wenn man mit einem Freier schläft. Man hat ja keine Gefühle dabei. Mhm. Es ist ja Job. Wenn ich jetzt einen Freund habe oder sonstiges, dann bin ich da ja mit Gefühl bei, mit Liebe, Zuneigung gebe ich dem Freund ja. Und das erwarte ich dann ja auch zurück. Das ist mir klar, dass diese Gefühlsebene, das ist natürlich eine ganz andere Welt. Aber ich meinte es jetzt wirklich bezogen so auf die Sexualität. Du sagst, da empfinde ich ja nichts bei, das ist für mich Job. Heißt das, dass du dann durchaus auch ein Bedürfnis hast und beispielsweise, wenn du zu Hause alleine bist, auch masturbierst? Gibt's das? Nein. Das dann nicht? Nein. Also da hast du dann doch keine Lust zu? Nee, nein. Mhm. Weil ich bin jetzt nicht so, dass ich unbedingt, wenn ich privat draußen bin oder so, ja, Sex brauche. Mhm. Aufgrund, weil ich das halt den ganzen Tag habe, obwohl ich keine Gefühle dabei habe, trotzdem hat man Sex. Ja, das meine ich ja. Man hat keine Gefühle, aber es hat ja doch irgendwie mit Sex zu tun. Aber man freut sich trotzdem, wenn man einen Partner hat oder so, mit dem man dann halt schläft. Man freut sich darüber. Mhm. Also Chantal, ich möchte wirklich nur so sagen oder raten, so ganz freundschaftlich. Freundschaft ist vielleicht übertrieben ausgedrückt, weil wir uns gar nicht kennen, aber so gut bekanntschaftlich jetzt. Hab das wirklich so im Auge, dass du selbst keinen Schaden daran nimmst an diesem Job. Dann ist es ja okay, das zu machen, aber nicht, dass deine Psyche, deine Seele in irgendeiner Weise da kaputt gemacht wird. Nein, um Gottes Willen. Also ich habe hier schon meine Leute, die auf mich aufpassen und auch recht gute Freunde gefunden. Und deshalb, also... Gab es denn Situationen oder gibt es die vielleicht sogar doch auch immer wieder mal, dass du mit Freiern konfrontiert bist, die Dinge von dir verlangen, die du wirklich ekelhaft findest und wo du sehr gegen dich angehen musst? Es ist ja kein Muss. Ich muss mir die Freier nicht reinholen. Mhm.
Also du kannst ja immer abgesprochen, was sie gerne haben möchten oder was ich denen Gutes tun kann. Ah ja. Und wenn sie dann sagen, das und das, dann sage ich nein, mache ich nicht oder ja, ist in Ordnung. Mhm. Also ich muss, es ist jetzt kein Zwang oder sonstiges. Gab es denn jetzt in der relativ kurzen Zeit, in der du das jetzt machst, schon mal ein Erlebnis, wo du einen Freier dann reingeholt hattest, wo etwas abgesprochen wurde und wo es dann doch für dich sehr unangenehm war? Was war der unangenehmste Freier? Unangenehmste Freier, oh Gott. Gibt es das? Ja, weiß ich nicht. Also, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Irgendwelche. Aber wenn du so lange nachdenken musst, hast du vielleicht bisher Glück gehabt und es ist gut gelaufen. Ja, doch. Also ich lebe noch, ist noch alles dran. Und ich kann mich nicht beklagen. Man kommt über alles drüber hinweg, ne? Ja. So, jetzt ist die Frage, unsere Sendung heißt ja, das würde keiner von mir denken. Willst du das beispielsweise jetzt bezogen auf deine Eltern, darüber haben wir ja gerade gesprochen, weiterhin geheim halten? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Halt, es ist halt auch so, wenn ich in die Stadt gehe oder sowas. Es gibt Prostituierte, die schon jahrelang im Beruf drin sind, im Job drin sind. Die erkennt man dann halt vielleicht auch, klar. Aber dadurch, dass ich halt noch nicht so lange drin bin, sieht man das auch noch mal gar nicht. Ich bin, keine Ahnung, normaler Teenager, wie jeder andere, sag ich mal, ja. Du hast ja ein Kind, das ist ja nur noch was Besonderes, wo du auch Verantwortung für trägst. Das Kind ist jetzt noch klein, aber irgendwann wird das Kind älter und fragt vielleicht auch mal. Hast du da schon so Planung im Kopf, dass du sagst, also mache ich jetzt höchstens 2, 3 oder 4 Jahre und dann möchte ich mir irgendwie was anderes aufbauen? Gibt es da so eine Überlegung oder lässt du erstmal alles auf dich zukommen? Ich lasse alles auf mich zukommen. Mhm. Ich denke mal, planen kann man gar nicht, weil es kann jeden Tag zu Ende sein. Von daher, Plan ist scheiße. Ja gut, aber ein bisschen Plan ist vielleicht nicht schlecht. Vor allen Dingen Sparen in deinem Fall finde ich sehr wichtig, dass du, wenn du keinen Bock mehr hast, ne, dass du sagst, okay, ich habe ja was auf der hohen Kante und kann mir vielleicht einen eigenen Friseurladen aufmachen oder irgendwas, wo du Bock drauf hast. Ja, klar, das auf jeden Fall. Ja. Das, also ich meine, ich will auch noch nicht von heute auf morgen aufhören oder sowas, ja. Weil man gewöhnt sich an das Geld, was man bekommt. Ja, das ist aber das Schlimme oftmals daran, ne, dass die Mädels dann den Absprung nicht kriegen, weil sie sich so sehr an das Geld gewöhnt haben. Also ja, Chantal, ich wünsche dir, dass du das für dich gut im Griff hast und im Griff haben wirst weiter. Und irgendwann dann doch vielleicht auch den Absprung schaffst und dir was aufbaust. Na klar, natürlich, auf jeden Fall. Alles Gute von Herzen. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Das Thema heißt heute Nacht, das würde keiner von mir denken. Und jetzt bin ich verbunden mit Jane. Jane? Jane, 22 Jahre alt, guten Morgen. Ja? Hallo Jane. Wir sind jetzt im Gespräch. Ja, genau. Und zwar geht es darum, ich gehe praktisch seit 1 Jahr und 9 Monaten fremd. Du bist, das ist mein großes Geheimnis, genau. Und das würde niemand von dir denken, weil du so eine nette und brave eigentlich nach außen hin bist. Genau, genau. Wie lange bist du mit deinem Freund schon zusammen? 3,5 Jahre. Und 1 Jahr und 9 Monate gehst du fremd? Ja. Mit wem? Mit meinem, ja, also ich habe praktisch durch meine Wochenend, ich habe so meine Freiheiten. Ich hatte dadurch, dass durch das Wochenende gewisse meine Freiheiten und ich habe schon eine Bekanntschaft, die was heißt denn, ich Wochenende? Näher kenne. Das heißt, dein Freund ist nicht immer permanent in deiner Umgebung? Genau. Mhm. Das heißt, er ist in einer Woche praktisch auf Arbeit. Ja. Und am Wochenende, wenn ich meine Freiheit habe, sozusagen, genieße ich sie auch. Aber ich versuche es so zu machen, dass er es nicht mitbekommt. Also, in der Woche ist er auf Arbeit. Ja, das heißt ja eigentlich, das Wochenende wäre dann für euch beide da. Aber, normalerweise ja. Aber dennoch gehst du, wenn du fremd gehst, dann an den Wochenenden fremd. Ja, aber ich sag mal so, es ergibt sich so. So, jetzt sag mir mal, wer es denn ist. Wer ist es denn? Ja, es ist nach Bedarf. Also so, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dann... Ach so, ich dachte, es wäre ein einziger Mensch die ganze Zeit gewesen. Ja, eine Zeit lang war es auch wirklich ein Mensch, aber von dem habe ich mich distanziert, weil ich dann sehe, es könnte auffliegen. Aha. Darum habe ich halt quasi den nächsten genommen. Also in dem 1 Jahr und 9 Monate gab es eine ganze Menge Männer schon. Genau. Wie viel denn? Insgesamt, ich kann es gar nicht mehr mitzählen, es haben bestimmt schon 7 oder 8 Mann. Also jetzt... 7 oder 8? Die du irgendwo dann so aufreißt und aufgabelst? Ja, also ich sag mal so, die kommen auf mich zu, ich ja nicht auf die, aber es ist halt immer so ein gewisses Dasein, wo ich dann sage... Verstehe. Ja. Warum machst du es?
Warum? Weil ich in meiner Beziehung nicht glücklich bin. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Vor Angst was? Vor meinem Partner. Warum? Was ist mit ihm los? Er ist aggressiv, er ist selbstsüchtig, er ist ziemlich, wie soll ich das sagen, er will Dinge halt, er ist ziemlich egoistisch. Mhm. Du sagst, er ist aggressiv? Ja. Heißt das, dass er dich auch schlägt? Ja. Das heißt, dass er dich schlägt? Ja. Und das kommt oft vor? Ja, also teilweise war es erst im Alkoholismus und dann habe ich festgestellt, dass es wiederum auch in einem Dasein ist, tagsüber, wo ich merke, das Kind liegt, also praktisch, ich habe auch ein Kind. Ihr beide habt ein Kind? Ja. Mhm. Und er tut es auch vor dem Kind. Wie ich habe es eigentlich vor dem Ganzen, ich habe es praktisch vor meiner Schwangerschaft, also jetzt nicht in meiner Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, bevor ich eigentlich mitbekommen habe, was für ein Mensch ist. Er hat mir nur wehgetan, er hat mir nur Schmerzen zugefügt und er hat mir einfach kein Dasein geboten. Er hat mir keine Liebe praktisch gezeigt. Und, ich kann es gar nicht in Worten wiedergeben. Also, nee, aber ich verstehe schon, was du sagen willst. Ja, er hat mir einfach nur wehgetan. Er hat mir so viel Schmerzen zubereitet. Seelisch wie körperlich, ne? Ja, ich habe Blutergüsse gehabt, er hat mich gewürgt, er hat mich alles, also es ging schon gar nicht mehr. Ich war am Boden zerstört, es ging schon nicht mehr. So, und dann ist das Ventil, sage ich mal so für dich, diese Fremdgeherei, wo du dir deine Streichel einhalten, vielleicht auch eine sexuelle Lust dann irgendwie bei fremden Männern holst. Ja. Jetzt drängt sich mir natürlich eine ganz entscheidende Frage auf. Ja. Warum bist du mit dem Typ zusammen noch? Ich weiß nicht, der, also das ist das ganze Finanzielle. Ich habe eigentlich Angst vor dem Alleinsein. Aber ist Alleinsein nicht vielleicht letztendlich besser, als in so einer Horrorbeziehung zu hängen? Mit Angst, mit Spannung? Die Spannung ist ja groß, das muss ich schon mal sagen. Ich glaube. Ja. Und die Angst, denn das Ganze drumherum, das ist ja auch noch, er zieht mich ja noch runter. Er sagt ja dann, du, wenn du alleine bist, du wirst genauso enden wie deine Familie. Er bezieht das ja auch genau auf meine Familie. Ich werde genauso enden. Wie ist denn die Familie geendet? Na, eigentlich jetzt nicht in so seinen Verhältnissen. Also schon in normalen Verhältnissen, aber halt nicht so in seinen Verhältnissen, dass es so positiv ist. Die haben halt alles und meine Familie hat halt nichts und er zieht mich immer in dem Moment runter. Ich bin ja nichts. Wenn ich so alleine sein sollte mit dem Kind, dann wird das Kind so enden und dann werde ich so enden. Das heißt, er macht ja auch richtig Angst. Er macht mir Angst. Er verunsichert dich. Ja, auf jeden Fall. Er macht dich klein und sagt, du bist nichts, du schaffst es sowieso nicht. Nee. Alleine fällst du auf die Schnauze. Genau. Und bleibst